Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier ja, in der Schule unterwegs, sind hier im ersten Stock, haben uns den ein bisschen angeguckt und sind nach wie vor auf der Suche nach Cheryl. Allerdings sind hier gerade alle Türen zu. Und ja, auf dem. Oh, was ist denn jetzt mit der Katze? Katze, ja los. Auf dem Klo war nix. Von daher, jo, bleibt uns nichts anderes übrig als der Gang in den ersten Stock. Allerdings hätte ich ganz gerne meine Waffe wieder ausgerüstet und nachgeladen. So, weil ich glaube, da oben könnte es ungemütlich werden. Schauen wir einfach mal. Das für die Kamerasicht hier. Okay, wir sind im oberen Stockwerk. Da ist irgendwo ein Gegner auf jeden Fall. Um Himmels Willen, boah, ist das hart. Geh erstmal hier rein. Geh erstmal hier. Alter! Das sind. Ah, da! Hallo! Alter, Alter, da, 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 da. Warum schießt du nicht da drauf? Okay, mach den einfach kaputt. Und da ist noch einer, verdammt ich. Da ist noch einer, verdammt. Okay, ah, da. Oh, sind die eklig. Das sind diese komischen Affen hier. Der lebt doch. Warum lebt der doch? Ich hab den doch schon zweimal. Verdammt noch mal. Der lebt noch, das Ding. Das blöde Ding hier lebt noch. Verdammt noch mal. Orange. Und 6 Schuss nur noch. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall ein Klassenzimmer hier. Und wir gucken uns einfach mal hier um. Ja, das kann wieder heiter werden, wenn das so weitergeht. Guck mal die Bilder hier. Wie gesagt, die Grafik erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Dino Crisis. Da ist eine Tür. Ja, es sind halt diese 3D-Grafiken, ne? Und da vorne liegt ein Tonikum. Guckt mal. Nicht übersehen hier, bitte. Das können wir uns auch direkt reinpfeifen, würde ich sagen. Zack. Wunderbar. Sonst gibt es hier nichts. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir in den nächsten Klassenraum. Das nächste Klassenzimmer. Hier sind keine Gegner drin. Das ist sehr gut. Sagst du hier irgendwas zu, lieber Harry? Ja, wir sind nach wie vor auf der Suche nach Cheryl. Guck, da steht Who. You? Was? Okay. Und wir finden Cheryl aber irgendwie nirgends. Und sie ist leider 1, 2, 3. Komische Bilder, die hier hängen. Cheryl ist leider hier nirgendwo. Ja, und dieser Klassenraum hier, der ist irgendwie ein bisschen nichts, was? Nichts Brauchbares in der Tischschublade. Okay. Irgendwie ein bisschen sinnlos gerade. Aber gut, wir sind halt in der Schule, da hat man halt Klassenzimmer. Und aber allerdings, ja, nichts drin. Ne? Nichts drin. Und wir haben hier mal wieder Klos. Da! Jetzt treff doch mal, Harry. Okay, und hinlaufen und kaputt treten. So, verdammt nochmal. Wir haben fast keine Muni mehr. Tolle Wurst. So, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier aufs Klo gehen, kommt jetzt wieder ein Gegner. Hier ist kein Gegner. Okay. Interessante. K Was ist das jetzt? Oh Gott, was ist. Hallo? Hier heult irgendwer. Boah, ist das gut. Oh, ist das eklig. Da ist niemand drin. Warum steht bei mir unten Hitzerekord beim Wetter? Es ist angenehm kühl. Ach du Heilige, nein, geh hier raus.
Ich glaube, ich hoffe mal, dass da nichts drin ist. Ich habe keine Munition mehr für euch. Wenn da was drin ist und ihr das Spiel kennt, sagt bitte Bescheid. Aber ich denke, da wird nichts drin sein. Es ist nichts abgeschlossen. Okay. Nochmal zwei. Lauf bitte hier rein. Ich hoffe, dass wir irgendwo Munition finden. Wo sind wir jetzt? Musikraum. Okay, und hier ist eine gruselige Musik. Oh je. Musikraum mit einem Klavier in der Mitte. Kann man da irgendwas machen? Es lässt sich nicht öffnen. Komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Aha. Okay. Was ist das? Es ist in Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan, erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, soweit sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird die Schlüssel sein, der Schlüssel sein? Wer wird der silbernen Belohnung, wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Okay. Keine Ahnung. Kannst du jetzt hier spielen oder sowas? Lässt sich nicht öffnen. Nee, hier geht nichts. Es ist ein sehr kryptischer Text auf jeden Fall hier. Ist da eine Mülltonne vielleicht was drin? Nein. Oh Gott, und wir haben doch keine Munition mehr für die. Ja, zwei Schuss. Ganz toll, ey. Zwei Schuss. Ich will. Vielleicht muss ich einfach an denen vorbei. Lauf an denen vorbei! Ach, scheiße, nicht treffen lassen. Okay. Lauf einfach hier vorbei. Keine Ahnung. Ich habe keine Munition für euch. Da sind noch mehr. Lauf einfach hier rein. Da sind noch mehr, um Gottes Willen. Was macht ihr hier mit mir? Ach, um Himmels Willen. Wie viele sind denn hier? Verdammt, ich gehe wieder hier rein. Ja, das war's. Das war's. Ja, toll. Müssen wir jetzt mit dem Knüppel hier ein bisschen rummachen. Aua. Okay, lauf einfach. Au, die machen mich doch kaputt. Oh Gott, ja, die machen mich echt kaputt hier. Ach, Mann, diese Drecksgegner. Okay. Mach den einfach kaputt, Mensch. Drauftreten. Der steht noch mal auf hier. Alter, da ist der nächste. Ach, verdammt. Ja, okay, aber. Einfach weiter draufkloppen. Danke, okay. Ja, so kriegt man die aber kaputt. Guck, es ist hier wieder schöne Musik, alter Schwede. Da ist Woody. Könnten wir mal versuchen, dass wir die vielleicht mal sparen könnten und diese kleinen Schulgegner hier. Boah, die Musik, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr die hört im Video, aber. Richtig unangenehm, ey. Zoo. Sonst ist hier gar nichts, ne? Okay, Wolf. Irgendwas hier zwischen den. Da ist auch nichts. Okay, wie geht's uns? Wir müssen eigentlich wieder ein Tonikum schlucken. So, Freunde, ich probiere das jetzt mal, die beiden. Mit dem Schlagrohr. Was ist das denn? Hey, guck mal, da ist wieder so ein Mini-Geist. Bleib doch hier.
Ah, ich weiß nicht, ob das geht. Ob wir die so kaputt kriegen, ne? Die treffen uns halt ständig. Okay, gehen wir bitte ins Inventar. Orange. Ja, geht noch, ne? Na gut, jetzt müssen wir aber ins Inventar und uns heilen, natürlich, ja. Gut, das frisst halt Heilung. Aber wir sparen uns dadurch Modi. Wir sparen uns dadurch Munition. Okay. Harry, lauf bitte. So, und dann... einfach weiter drauf fahren. So. Verdammt nochmal. Den kaputt treten und den kaputt treten. Ah, verdammt mich nochmal. So. Haben zwei Tonikas verbraucht, beziehungsweise drei. Aber wir haben die Munition gespart. Ich hoffe, dass das ein guter Deal ist. Weil wir haben noch ein paar Vollheilungen. Das sollte eigentlich noch passen. Ja, wieder so eine ekelhafte Musik hier, ey. Piano. Guck mal da unten. Da ist jetzt so ein Hinweis. Okay. Aber wie gesagt, wir haben 15 Schuss an Munition gespart. A friend in need, ja. Hier waren wir, glaube ich, im Klassenzimmer drin, oder? Ja. Lass mich hier raus aus dieser ekelhaften Musik. Noch mehr. Da liegt ein Verbandskasten. Okay, wunderbar. Noch eine Vollheilung. Was ist hier? Zeig mir bitte die... okay. Dahinter ist auf jeden Fall irgendwas. Kann man das irgendwie sehen, was dahinter ist? Bevor man da irgendwie reingeht, Harry? Ich will da nicht rein, bevor wir hier sehen... guck mal, was ist das denn? Das sind wieder so... ja, das sind wieder so Kinder. Schaut mal. Oh, wie süß. Wie süß. Ich finde die irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Kein besonderes Buch hier. Guckt euch die mal an. Die sind putzig. Und die verschwinden. Die verschwinden einfach. Wie krass ist das denn, Freunde? Also diese kleinen Mini-Geister, ich finde die putzig. Ich weiß auch nicht. Kein besonderes Buch hier. Nee, das war einfach nur so ein Gimmick-Raum. Okay, cool. Kein brauchbares Buch hier? Nö, okay. Sonst ist hier gar nichts. Okay, wir haben aber einen Verbandskasten mitgenommen. Das finde ich gut. So, Chicago News, da gibt's nichts Neues. Okay, dann... geht's ab nach rechts. Und am besten wieder direkt nach rechts. Die ist abgeschlossen. Okay. Mach bitte die Kamera hinter dich. Oh, danke. Ja gut, diese Musik ist nicht unbedingt besser. Wo ist eigentlich Cheryl? Ich meine, Cheryl müsste doch zur Schule gegangen sein. Oh, diese große Schule hier, ey. Aha, in was für ein Raum? Bei noch im Klassenzimmer. Oh, Chemielabor. Okay, hier könnte eventuell was sein. Ach du Scheiße, was ist denn das? Skulptur der Hand eines alten... ach so, ist nur eine Skulptur, okay. Mit festgeballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Kannst du das nicht mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay, Chemielabor. Was sind das wieder für Bilder? Kann man nichts anklicken, ne? Das ist ein bisschen schade. Verschieben kann man hier, glaube ich, auch nichts. Hier ist nichts. Ah, Munition. Ja, danke. Dankeschön. Ah, danke. Gott sei Dank. Dann können wir gleich wieder ein bisschen mit einer Pistole rumschießen. Ah, finde ich gut. So, hab ja hier sonst noch irgendwas. Sonst ist ein bisschen wenig, tatsächlich, aber... aber gut. Dann haben wir das Chemielabor abgehakt. Boah, ich bin richtig... ich bin richtig angespannt, gerade wegen dieser blöden Musik.
Statue of Hand, guck mal da. Okay. Gucken wir hier mal weiter. Och, diese Musik, das muss doch nicht sein. Was? Nichts Nützliches. Hier sind Flaschen. Destilliertes Wasser. Kein Grund, es mitzunehmen. Ja. Vielleicht brauchen wir das später noch. Diese Musik, das muss doch nicht sein. Nichts Brauchbares auf dem Regal. Aber das hier, oder? Da ist eine Chemikalie. Okay, wir haben eine Chemikalie. Was? Glucose. Kein Grund, sie mitzunehmen. Nichts Brauchbares auf dem... Okay, wir haben eine Chemikalie. Das ist aber die Frage, wofür wir die brauchen. Auf dem Etikett steht konzentrierte Salzsäure. Okay. Höchst interessant. Das könnte sein. Konzentrierte Salzsäure haben wir. Warum sind hier auf einmal Gegner? Wie viele Tonikas haben wir noch? Eins. Stahlrohr. Ja, wartet mal, ich versuche. Wartet mal, wie geht's uns? Grün, okay. Ich versuche mal was. Ich versuche mal mein Glück. Ja. Ja, das ging. Hey. Sehr gut. Das haben wir ohne Schaden glatt gekriegt hier. Wunderbar. Okay. Gehen wir weiter. Können wir vielleicht diese Chemikalie hier an dieser Hand benutzen? Mal probieren. Diese Hand mit der Salzsäure wegätzen oder so. Es funktioniert sogar. Okay, ja, cool. Dann. Sehr gut. Die Hand haben wir weggeätzt. Und wir haben ein Goldmedaillon. Okay, was machen wir damit? So. Das Bild eines Uhren... Ah, eines Uhrenturms ist in die Oberfläche eingraviert. Von dem Schmiedlabor. Okay, das heißt, das müssen wir in dem Innenhof benutzen. Hübsches Goldmedaillon. Warum? Warum? Warum schon wieder ihr? Bleib so liegen. Bleib liegen. So. Hier ist irgendwo noch eins. Ich meine, der Schaden von denen ist extrem krass. Wo ist er? Da ist er doch. Hey. Komm mal her hier. Wir sind noch im gelben Bereich. Das geht noch. Okay. Voll reingerannt, ich Idiot. Die treffen aber auch immer so gut, ne? Ja, die treffen immer. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. So. Bleibst du liegen hier. Verdammt. Okay. Das werde ich erstmal noch nicht benutzen. Wir haben auf jeden Fall Munition gespart. Das war, glaube ich, wichtig. Weil man merkt ja schon, man kriegt hier nicht unendlich Muni. Pack die Kamera bitte hinter dich, Harry. So, dann, ich glaube, dann müssen wir tatsächlich hier noch einen Stockwerk weiter nach oben. Ja, weil hier auf der Etage haben wir scheinbar nichts mehr. Pack die Kamera bitte hinter dich. Das Dach. Das Dach. Ich werde mal meine Pistole ausrüsten. Und nachladen, weil ich befürchte, dass hier was kommen könnte. Dach ist immer blöd bei solchen Spielen. Ah, okay, das Schloss klemmt. Können wir eh nicht hin. Ja, vielen Dank. So, das ist jetzt die Frage, wo wir weiterkommen. Wartet mal. Also wir sind einmal rund gegangen. Was ist da unten an diesem Piano?
So, der Uhrenturm, genau. Ich würde sagen, wir können doch erstmal hier nochmal nach unten gehen. Nochmal nach unten. Und danach kommen jetzt hier wieder neue Gegner. Nö. Ich habe die hier weggemacht, Freunde. Genau. Dass wir dann hier in Richtung Uhrenturm mal stapfen und da mal das goldene Ding einsetzen. Das Goldmedaillon. So. Ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Silent Hill. Ja, weiter hier die Schule unsicher machen. Ist ein wirklich interessantes Gebiet, auch ein richtig gutes Spiel. Und genau hier. Hier kann man doch jetzt dieses Goldmedaillon einsetzen. Genau. So. Eine goldene Sonne. Ja. Sehr gut. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen tatsächlich. Die Tumme ist abgeschlossen, ja. Zeiger sind auch 12 Uhr stehen geblieben. Okay, 12 Uhr. Das heißt, wir müssen eventuell. Wir haben wahrscheinlich irgendwas noch übersehen. Vielleicht hier draußen? Das war hier draußen irgendwas noch. Was? Cheryl ist vielleicht hier. Ich muss nach ihr suchen. Okay, wir können nicht nach draußen. Okay. Gut. Ja, aber wir haben Cheryl hier nirgendwo gesehen, Freunde. Okay, was? Wo müssen wir jetzt hin? An der Reception haben wir noch ein Fragezeichen. Oben in Storage kamen wir nicht rein. Hier haben wir alles. Die Handstatue, das Piano. Warte mal, was ist denn mit dem Piano da oben? Reception. Gehen wir nochmal zur Rezeption. So, hier muss doch irgendwas. Diese Hinweise hier. Es ist in Blut geschrieben. 5 Uhr. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Plan besiegen das Schweigen. Ja. Alchemielabor. Ja, da waren wir doch eben. Genau, Gold auf der Hand. Okay. Ah. 5 Uhr Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Tür der Zeit. Ja, wir waren im Chemielabor. Genau. Hier war ja noch ein Hinweis. Ein Ort mit Sang und Klang. Okay, das ist das Piano. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt in verschollenen Sprachen. Erwacht beim verfügten Befehl. Ein silberner Wegweiser. Und da hat mich meine Uhr gerade wieder erschreckt. Ein silberner Wegweiser. Haben wir hier irgendwas? Nö, haben wir nicht. Gut, da müssen wir nochmal in den Pianoraum. Das war falsch. Da müssen wir auch noch irgendwann hin. Wir müssen in den Musikraum. In dem Musikraum da oben muss irgendetwas sein. Ach, die Kamera bitte hinter dich, Mensch. So. Ja, schauen wir nochmal da oben. Also ich habe da jetzt beim ersten Mal zumindest nichts gesehen, aber ich kann mich ja nochmal umgucken da. Das ist ja. Das war doch direkt hier, der, oder? Ich bewege mich ein bisschen schnell hier. Nee, das war ein Klassenzimmer. Wo war der denn jetzt nochmal? Der Musikraum. War ganz weiter unten. Okay. Klatsch gegen die Wand. Ich finde die Animation so geil hier. Die Richtung. Genau, der Musikraum. Warst du das? Nein, hier möchte ich raus. Um Gottes Willen, das ist einfach nur eine Toilette, ey. Eine Toilette mit zwei Gegnern und hier rennen komischerweise auch wieder zwei Gegner rum. Hier sollten wir doch. Genau, hier ist doch der. Ach, guckt mal. Jetzt können wir was machen. Auf einigen der Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Soll das Klavier überprüft werden?
Okay, da muss man irgendwie eine Reihenfolge einhalten. Cool, wir können irgendein Schloss scheinbar öffnen, indem wir hier Klavier spielen. Cool. Verdammt. Wir haben hier einen Hinweis bekommen. Okay. Das ist interessant. Verdammt. Wartet mal. Ich muss. Wir müssen uns so eine Reihenfolge merken. Gehen die auch? Die gehen auch, okay. Da muss aber irgendein Hinweis muss es hier noch geben. Wartet mal. Zuerst flog der gierige Pelikan. Er spricht aber nur weiße Flügel. Weiße Flügel flatternd. Und flog weiter als der Pelikan, so bald wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei. Höher fliegend und die Taube einfach. Och, komm. Ein Schwan ist auch weiß. Eine Krähe ist schwarz. Okay. Wir haben hier weiße und schwarze Tasten, so wie ich das sehe. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. So. Der gierige Pelikan. Er picht auf die Belohnung. Weiße Flügel flatternd. Weiße. Ja gut, das. Danach kam eine stille Taube. Und flog weiter als der Pelikan. Ein Rabe flieht herbei. Aber da sehe ich jetzt irgendwie keinen Hinweis drin. Oder wir müssen einfach tatsächlich das durchaus probieren machen. Bedeutet das etwas? Ja, guckt mal, dieses Blut ist tatsächlich nur in der Mitte. Auch auf den fünf schwarzen Tasten. Okay, dann probieren wir das nochmal. Ah, verdammt. Das war doch ach, dann der, ne? Der, dann wieder der, dann wieder der. Na, verdammt. Interessant. Aha. Haben wir hier keinen Hinweis? Man hat hier keinen Hinweis. Hat man nicht im Menü irgendwie? Nee, hat man nicht, ne? Okay, Freunde, da wir. Ich gucke mir das nochmal an. Und, ich würde mal sagen, da wir am Folgenende angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, machen wir hier erstmal Schluss, machen wir aber beim nächsten Mal mit dem Klavierrätsel weiter. Und ja, das wird spannend. Und ja, liebe Freunde, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir da beim nächsten Mal, wie gesagt. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.